Mein Hund ist noch reingerannt. Wieso tust du mir das eigentlich immer noch an? Du versuchst nicht mal die Situation einigermaßen besser zu machen. Ich glaube, wir sterben demnächst noch irgendwann bei dir. Einfach nur, weil du dich um uns kümmerst. Kann ich eigentlich auch gleich reinschmeißen. Ich brauche die Kartuschki eigentlich auch nicht. So. Got that shit. Akkurat. Was sollen wir machen? Ich würde sagen, wir rennen ein bisschen umher, schauen, wie es eben geht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch kurz was anpflanzen muss in den letzten 4 Tagen. Würde es jetzt, glaube ich, nicht so das Todeslohn. Haben wir noch irgendwas zum Schenken groß? Ich denke ja nicht. Ich könnte Cookies nehmen. Oh, 90 Energie, wow. Ich verschenke die gar nicht, die sind gut. So, nimm auf jeden Fall was zu Fishing mit. Just in case. Und wo waren wir noch alles nicht? Wir waren noch nicht ganz oben. Ganz rechts. Aber ganz rechts können wir in der Bridge nicht hin. Soweit ich weiß. Leas Cottage. Könnten wir rüber. Beim Wizard Tower, aber da bräuchte ich ein bisschen Honig für. Ich schätze mal Honig. Haben wir noch keinen? Nee, haben wir noch keinen. Könnten wir generell ein bisschen mit den Menschen reden, schätze ich. Schauen, was es Neues gibt. Das war gerade ein Eichhörnchen. Das habe ich gesehen. I've seen everything. Ich behalte dich im Mauszeiger. Honey. Ich habe nichts zu tun. Ich meine, ich könnte kurz ein bisschen besser gehen, aber bis ich hin und her gerannt bin, ne, ist automatisch 9 quasi. Ich könnte eigentlich genauso gut einfach in die Mine gehen und da weitermachen. So, wenn ich ohnehin nichts zu tun habe, so wirklich. Und volle Energie beibehalte. Kann ich echt genauso gut in die Mine weitergehen. Ist nicht so, als ob ich irgendwas verlieren würde. Why not? Das da und das da. Und was ist mein Lieblingsessen? Was ist mein Lieblingsessen? Wahrscheinlich hier drin, oder? Ja, 4 Stück haben wir noch. Sollten reichen. Vielleicht können wir auf dem... Ich gehe oben rum und vielleicht können wir auf dem Weg nochmal ein bisschen was wegmampfen. Und erstmal Katze Liebe geben. Dann haben wir das Ganze. Und eigentlich... Ah, ich laufe immer kurz oben rum durch. Gucke, ob es vielleicht Berries gibt. Und dann kaufe ich mir einen vergrößerten Rucksack. Ich habe 7000 Gold. Was soll ich sonst mitmachen? Okay, dann kaufen wir uns direkt. Let's go! Ich gucke, dass ich jetzt im Sommer auf jeden Fall gezielt anbauen werde. Einfach um die vier Dinge für die Waldgeister fertig zu kriegen. Dass ich das einfach aus dem Weg habe. Oh, Event. Siehst du? You scared me sneaking into my room like that. So I've been playing Journey of the Prairie King for hours and I can't even beat the first level. The game is ridiculously hard. Well, either that or I'm just terrible at it. Lass es mich probieren, komm schon. Hey, do you wanna try this level together with me? I think I might do better with your help. Casuals, come. Setzt euch hin, ohne eine Controller in der Hand zu haben. Okay. Here they come! Get you going for me. Ich finde es aber cool, dass so ein Minispiel eingebaut ist. Bisschen Gold für uns. So, wir sind übrigens der rote Dude, in case you haven't noticed yet.
So, ein bisschen Gold holen. Vielleicht können wir uns Upgrades kaufen. Das wäre jetzt einfach so ein elendig langes Spiel. Auf we dann. Okay. Oh, direkt beim ersten Hit. Ich dachte, ich überlebe jetzt ein bisschen was. Okay, respawn. Here they come. Weißt du, ich muss komplett gucken, dass sie mich gar nicht treffen. Ich dachte vielleicht noch, keine Ahnung, das Gold hätte mich ja schützen können oder so. Und man blockt sich gegenseitig, das ist auch awkward. Was macht sie da überhaupt? Ich darf nicht mal in die Nähe von den Dingern. Oh Gott. Oh. Hey, we did it. Yay. Level 2. Sollen wir runter? Let's go. Also es steht dran, dass wir runtergehen sollen. Lass mich runtergehen. Ich will weiter. Nein. Noch nicht. Hey, that was fun. Well, thanks, Eastern. You seem to really know your way around a joystick, huh? I guess that makes sense. Oh, oh. Cute Reaktion ist cute. Hi. Bitte gibt's nichts Neues. Weil dann hole ich mir erstmal das hier. Backbreak Upgrade. Yay! This is awesome. You got a large pick. Your inventory space is increased to 24. Das ist doch neues Zeug jetzt so, weil ich was Neues hab, so, ne? Das sind Fische. Okay, du hast Fische. Kann ich so stehen lassen, ich laufe aber weiter, schätze ich. Aber lass mich noch kurz mit Abigail reden und ich schenke ihr Früchte. Vielleicht mag sie es, vielleicht nicht. Ich hoffe, sie mag es, sonst bin ich gearscht. Ah, oh, sie ist nicht mehr hier drin. Wo ist sie überhaupt? Ich schätze mal oben in der Küche, wie immer. Oder kann ich überhaupt noch was schenken? Ah, ich kann dir nicht mehr was schenken. Gut, dann reden wir noch. We're all going to hang out in the saloon this evening. It's kind of like a Friday tradition, I guess. It's a fine looking day. Okay, wisst ihr was? Dann werden wir, glaubt, nicht allzu lange in der Höhle sein. Ich guck, dass ich 5 Level hinkriege und dann gehe ich direkt raus. Weil dann schaue ich, dass ich abends noch in den Saloon reingehe. Nein, wieso nicht? Ein bisschen Townfall kennenlernen. Ich finde es aber echt cool gemacht, so dass man ein Minispiel dafür hat. Ich mag das Spiel von Moment zu Moment eigentlich immer mehr und mehr. Es hat immer schönere Dinge, die mir gefallen. Das interessiert mich halt echt, wie es sich entwickelt. Also ich ist halt der Punkt, ich hätte es nicht anfangen dürfen zu streamen, weil ich glaube, wenn ich unkontrolliert das Spiel jetzt gespielt hätte, hätte ich locker schon meine 20 Spielstunden gehabt. Ich hätte kurz dazwischen ein bisschen geschlafen, aber hey, eat this. Schön. Was sagst du eigentlich? Please don't destroy my tent. It's happened before. Oh, ich bin nicht so ein Mensch. Ich wäre dieser Mensch. Ich wäre aufgestanden. Ich hätte weitergespielt. Das Einzige, was mich zurückgehalten war, dieses. Ich habe die Streamfalle am Laufen. Wenn man mich gut kennt, weiß man, dass wenn mir ein Spiel gefällt, ich saug das auf in dem Augenblick. Yeah, Inventory Space. Aber ne Nerd! Oh wow, Mario! So. Jetzt, wo ich das Geld habe, kann ich eigentlich. Oh, von wo kommt die Bat? Komm her, Batman. I'm ready for you. I'm ready to face your fears. Wo bist du, Batman? Oh fuck. Nicht wirklich was, wo du oben gehst, weiter, okay. Ein bisschen was, ob ich hier so einen Stein. Immerhin geht's weiter. Machen wir erstmal die Kiste kaputt. Okay, da ist nicht mehr was zu essen und ich habe gehofft, da wäre was. Oh, ich schätze, jetzt werden ganz viele von euch spawnen, oder? Oh ja. Yeah.
Oh ja, das ist es. Vor allem Bats sind ein bisschen nerviger. Als der Rest. Und die spawnen gerade. Oh. Es ist schwer zu behören, dass es gleich viele sein werden. Im schlimmsten Fall. Wobei, gerade ist noch ruhig. So. Kommt her, ihr Dinger. So, der eine hat sogar gedroppt. Ich frage mich gerade, wo ist der Gegner, den ich hier gerade noch gesehen habe? Ah, da unten. Ich habe seine Augen gerade gesehen. Komm, ich muss dich nur in die Ecke drängen und dann spammen wir. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu schwach bin oder was das ist, aber... Komm. Gleich haben wir's. So. Das ist aber irgendwas aus Stein. Er hat mir bis jetzt hier erstmal nur Stein gedroppt. Wahrscheinlich ist das ein komplett unschuldiges Viech und ich vergewaltige es. Ich werde gerade die ganze Zeit komplett gegen die Wand. Because I'm such a bad person, aber hey. So. Die machen mir nicht mal was. Okay. Aber jeder killt sie, der macht mir wirklich nichts. Oh. Die machen mir was! Fucking Lügner. Alles, was mir Damage macht, solange ich reinlaufe, ist schlecht. Absolut schlecht. Immer. Ausnahmslos. Sie hat man seinen Sauerstoff weg. Okay, ich laufe mal kurz nach oben. Oh, es ist schon 4 p.m. Ich habe mich nicht wirklich an meine Idee gehalten. Fucking bad. I don't need you. Ich muss mich beeilen. Ich möchte einfach nur bis zur nächsten Ebene vordringen und hier raus, damit ich noch ein bisschen drüben sein kann. Sprich, sobald ich einen Ausgang sehe, gehe ich rein. Oder wenn nun aber. Muss gucken, dass ich das schnell mache diesmal. Komm. Alles zu hauen, alles ganz schnell zu hauen. Gotta go fast. So wie ich gerade in Sonic. Finde es euch ganz schön. Ich habe Sonic Generations. Ich habe das, glaube ich, damals vor 4 Jahren gekauft. Und ich habe immer wieder Lust gehabt, das zu spielen. Aber damals, als ich es mir gekauft habe, hat mein PC das nicht wirklich gut zum Laufen gebracht. Dann war ich deprimiert und wollte es einfach nicht spielen, aber jetzt, wo es gut läuft, ich habe es jetzt, glaube ich, in weniger als einer Woche fast komplett durchgespielt. Mir fehlen jetzt noch die letzten paar Challenges. Dann bin ich die fertig, den Boss fertig, dann habe ich basically alle Achievements drin und es ist zu 100% durch. Hat sogar Spaß gemacht, die ganzen Red Rings zu holen, muss ich sagen. So, obwohl ich sonst nicht der Collectors-Mensch bin, das hat echt viel Spaß gemacht. Das ist ein schönes Spiel. Ja, deswegen kannst du dir mal vorstellen, wie meh mein alter Rechner war. Der hat nicht wirklich viel ausgehalten, der ist halb zusammengebrochen dabei. Jep, hau rein. So. Komm schon, ich muss nur noch eine einzige Treppe finden, bin ich hier raus. Tu mir den Gefallen, Spiel. Eine einzige. It's not too hard. Aha. Ja, theoretisch schon. Ich könnte theoretisch nochmal einen Leash draufhauen. Ich habe schon gesehen, es gibt eine Mod, die einfach alle ein Leash-Level raufhaut. Ist auch ganz nice. Ah, schon 6 Uhr. Verdammt. Verdammt. Ich muss mich mit Townfolk treffen. Lass mich ein soziales Leben haben, Spiel. Im Spiel. Weil ich eigentlich kein soziales Leben jemals hatte. Oh, danke. So, und raus hier. Ab zu 0 und raus. Gotta go fast. Gotta go fast. Ja, das tut mir ein bisschen leid. So. Siehst du, das ist eine Tradition. Also ich schätze mal vielleicht irgendwie jedes Mal so der letzte Freitag vor einem Monat. So in der Richtung vielleicht, ich weiß es nicht. Müssen wir gleich reingucken. Vielleicht löst es ein cooles Event aus. Vielleicht ist es aber einfach nur, alle Menschen sind da und man redet halt miteinander. Dieses Ork würde zusammentreffen, koexistieren in einem Ort. Ah, I don't know. Das bin ich mir aufgefallen, dass ich das aufgehoben habe. Und der große Rucksack hat sich jetzt so gelohnt für mich. So. Oh, Saloon ist hier. Sorry. Bisschen dran vorbeigelaufen. Food Spirits. Let's go. Hm. Come in, come in.
Drink in moderation. Salad, bread, spaghetti, pizza, coffee. Hash brown recipe. Inwiefern plus 1 Farming? Dann darf ich das verstehen. Stimmt eigentlich. Es ist mir gerade nicht mal aufgefallen. Ah, essen wir mal einen Salat. Sollte vielleicht uns ein bisschen. Yep, einmal reinhauen. So, Energy full. Und Health ist wieder drin. Oi, Gus! Give me another pin of your strongest! Oi! Lea ist noch hier. It's simpler to be friends with the trees. Then I have much to say. So wie du. Load game theme. Cloudy country, Grand Plus theme. Ja, ja, Office Sounds geht schon, wenn ich das reinmache, werden das mal alle wütend. Setting in Spring. Ich möchte. Machen wir das rein. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Das ist Höhlenteam. Okay. Marnie doesn't seem to notice that you're there. Oops. Und du? Good evening, sister. I'm glad to see you relaxing the saloon. It's great for you to take a break now and then. Your grandfather always work himself too hard. I have an extra beer in a sauna tonight. Wieso gibst du mir nicht dieses Bier? I've been working hard all week. I deserve a little relaxation on a Friday night. Handling salty fish all day makes me real thirsty. The weather doesn't really matter to me. I typically stay near my shop year-round. Robin is busy. Du auch. Demetrius is busy. They're all busy. Don't you have work to do? Alter, der mag mich echt nicht. Ist atemberaubend. Ah. Hi, mit dir habe ich nicht viel zu reden, schätze ich. Fuck off, Shane. Should I let Sam win for once? Nah. If I give the cue ball a bit of a tops, maybe I could. Mich irgendwas noch zum Angucken? Wir können uns ein Joja-Ding hören. Nö. Ich investiere das Prinzip nicht da rein. This is Skull-Shaped Keyhole. Okay. Oh yeah, jetzt können wir alleine uns mit allen einlegen. Come at me. Da ist ein Leben für mich. Let me use the coffee. Verdammt, der hat meinen Kaffee aufgehoben. So ein Mistding. Ah ne, ich hab ihn aufgehoben. Was macht er? Ah, mehr Speed. Okay. Fuck. Fuck! Wenn man die Kurve zu scharf nimmt, okay. Das ist das Dümmste, was ich hätte tun können. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Na, fuck you. Ugh. Ich überlebe nicht mal die Hälfte der Zeit. Jetzt weiß ich, was sie meint. Ich bin nicht viel besser. Oh, ich hoffe, ich behalte jetzt die Art zu schießen. Ich möchte das nicht mehr loswerden, das ist great. Okay, that's interesting. Ich guck, was das macht, sobald ich mein Upgrade hier los bin. So. Ah, okay. Ich kann durchballern. Das ist angenehm. Okay, let's go. Wir können es wenigstens ein bisschen länger spielen, schätze ich. Ich hätte mein Upgrade nicht usen sollen. Oh. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Upgrades schnell einsammle. Die sind an sich super stark und die machen das Spiel so viel einfacher.
Ich wollte eigentlich den einen Goblin anschießen bis holen, aber ich habe irgendwie kein Gefühl für die Timings von den Schüssen. Okay. Mal gucken, ob ich gleich abkratze. Ansonsten mache ich weiter. I don't give a fuck. Eigentlich hätte Abigail jetzt aus Prinzip nach dem Event von heute nur, ich habe mich reindrängen lassen. Einfach nur die ganze Zeit an der Maschine stehen müssen. Ich mag das Upgrade. Das macht Dinge so viel einfacher. So, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal wieder die Todeshorde. Jetzt, wo ich meine Upgrades weggeballert habe, literally. Oh! Ich dachte, das wäre ein Upgrade. Lol, ein Zug ist durch die Stadt gefahren. Und ich habe aus Kürzen mit dem Schwert geschlagen und Schaden bekommen. Wow. Versuchen wir es nochmal, gucken, wie weit wir kommen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die einzelnen Items funktionieren, die Upgrades, und was mich vielleicht umbringt. So. Gib mir den Triple Spray. Tenio sollte stolz auf mich sein mit dem Kaffee. Ah, die stacken sich, die Upgrades, okay. Wenn ich schon irgendwas meine Itemleiste habe, dann wird es automatisch ausgeführt, das ist gut zu wissen. So. Fucking Goblin. Weicht einfach meinen Schuss aus. Niemand darf das machen. Okay, ich schätze mal, der Stern gibt mir Unverwundbarkeit. Das wäre das erste, worauf ich tippen würde. Es müsste im Spiel noch irgendwo besten Listen geben, wie weit jeweils jeder gekommen ist. Okay. Der Stern ist einfach eine Hyper-Hardcore. Das ist gut zu wissen. So. Gleich haben wir das Level vorbei. Wir haben nicht mal ein Leben verloren. Das ist immer gut. Besserer Anfang als vorhin jedenfalls. So. Gotcha, Bitch. Los geht's. Du möchtest die um den Abigail schnappen. Das war nicht mein Plan von Anfang an. Ich hab grad predicted, wo die rauskam. Oh yeah. Oh fuck. I didn't wanna die. Ich bin mir ziemlich sicher, ich verliere meine Upgrades, wenn ich sterb. Also komm. Jetzt hab ich in die falsche Richtung geschossen. Vielleicht nicht ganz links am Rand stehen sollen. So ein bisschen Reaktionszeit sollte ich mir lassen. Gerade ich. So. Perfekt. Ah, der wird. Ach so, so ist das. Der stellt sich einfach nur irgendwo hin. Und ist nervig. Dann muss ich gucken, dass ich nicht in ihn reinlaufe. Das ist ein nerviger Enemy. Ich muss nur schnell genug anschießen, damit ich ihn loswerde. Könnt ihr bitte mal wieder ein bisschen Upgrades droppen? So eine coole Ability-Spam, dass ich wieder meinen Shotgun-Gedöns habe. So was zum Beispiel, perfekt. Jetzt warte ich nur noch, bis es wirklich hektisch wird. Und nutze es dann zum falschen Augenblick und bringe mich damit um. So, hier zum Beispiel. Das Level schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich meine, ich sollte nicht so optimistisch sein bei meiner eigenen Art, aber hey. Ich darf ja mal meine paar Sekunden genießen. So. Hopp. So. War scared for a second? Perfekt. Haben wir's? Wir haben's. Wo müssen wir hin? Fährt man nach links? Nein. Oh, da ist noch ein Gegner übrig. Na klar. Wow. Mich würde es interessieren, was das ist.
40. Wow. Gucken wir, was das ist. Das andere wird Speed sein, das andere unsere Schusswaffe, aber ich weiß noch nicht, was das jetzt macht. Wir finden es raus, schätze ich mal. Time well spent, würde ich gleich sagen. Alle verbringen ihre Zeit zusammen, sozial wie sie sind. Ich stehe hier dran und spiele. Das ist mein fucking Leben. Ah, okay, ein Teleport. Die Box ist ein Teleport. So. Death Scout tötet alles auf einmal. Wenn es mir zu viel sein sollte. So. Ich behalte aber Death Scout, weil es wirklich mal zu knapp werden sollte für mich. Mit irgendwas. Kann ich das dann spammen, wenn alles um mich herum steht, mich töten will? Einfach Reaktion des Splatter-Taste drücken. Irgendwas wird schon passieren. So. Es ist ein simples Spiel, aber ich finde es cool, dass Minigames eingebaut werden. Hast du, finde ich, nicht so oft. So. Ich würde es interessieren, ob es so ein maximales Gegnerlimit gibt, was auf einmal da sein wird, weil dann wäre es theoretisch schlau, diese ganzen spiky Dudes einfach stehen zu lassen, weil mir gerade ohnehin nichts passieren kann. Wir sind jetzt schon im Next Level. Es macht halt auch noch Spaß, das ist der Punkt. Das könnte böse enden. Aber gut, ich habe meine Deathbox, wenn was ist. Ja, obwohl theoretisch ist das ziemlich angenehm. Je nachdem, wie viel gleich auf mich zukommt, kann ich hier Kontrolle wagen, was auf mich zukommt und was nicht. Solange es halt nicht zu heftig wird, sage ich mal. Ich wollte... Oh, fuck. Ich wollte eigentlich nur den zweiten aufheben. Wäre es vielleicht doch doof. Weil, wo ich gerade überlegen hatte, an der Geschichte ist es für mich vielleicht nicht das Schlauste, solche Dinge zu spielen. Oder irgendwo irgendwie zu stehen. Ich und die anderen Geschichte. Was macht das? Oh! Nom 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 nom! Nom nom nom! Oh fuck, no! Oh, das ist jetzt so lächerlich doof. Das ist so lächerlich doof. Ach komm. Bin ich einmal invincible und krieg drauf geschissen. Ich hab Undyne fertig. Undyne ist dran. Vor allem der Punkt ist, ich habe gesagt, ich mach's offscreen. Ich hab's beim ersten Versuch offscreen direkt geschafft. Ich meine, ich hab mit einem HP überlebt, aber ich hab's fertig. So. Find's traurig, das ist eigentlich das einfachste Design an Level und ich verhaus natürlich erstmal aufgrund von eigener Doofheit. Wie immer. Seestern-Style. Man kennt's ja von mir. Und ich habe übrigens verstanden, wofür das ist. Das ist ein Piercing-Shot, was wir uns gekauft haben. Was ich in dem Level jetzt sogar ziemlich angenehm finde, weil die sich sowieso durch eine Reihe durchzwängen müssen. Sprich, ich kann da rumstehen und alles kaputt machen, was mir zu nahe kommt. Brauche ich nur noch einen stärkeren Schuss und alles ist cool. Ich hole mir lieber das da. Just to have it. Okay, und dann muss ich jetzt nur noch meine Turrets kaputt machen. So. Voila. Muss gar nicht mehr holen. Dreht den Steam ab, Cheat Engine on. Easy! wir holen nur. Ach, wir haben. Ich habe natürlich gar kein Geld aufgesammelt, natürlich, weil ich mich vercampt habe. Ich trottel. You never take me alive! Wer weiß? Oh! Oh, es ist immer noch ein One-Hit. I finished him. Es ist jetzt dann so vorbei. Or wasn't this supposed to happen? Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ups. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Verdammt. Raus da. Well played. Ich hab's zerstört.
Ich hab's einfach auf einen. Oh, es verschickt mich gerade irgendwie alles so ein bisschen. So, ich weiß nicht, es ist wieder alles viel zu groß. Ich habe mich gerade so lange auf eine kleine Fläche konzentriert, dass ich gerade voll verschickt bin. Und kannst du das nicht aufheben? Nein? Da ist aber was. Nichts haben. Okay. Oh, schade. War wahrscheinlich nur der Final Boss oder sowas. Naja, fuck den mal ab. Aber gut, ich dachte, vielleicht gibt's hier noch ein Event oder sowas. Dann gehe ich mal raus. Übrigens, das ist ein unrealistisches Spiel. Wir haben vielleicht, keine Ahnung, 15 Minuten gespielt, aber es ist kein bisschen in der realen Welt an Zeit vergangen. Es hätten locker 20 Stunden vergehen sollen in der Zeit. Ich meine, jeder kennt es, man zockt und man kriegt nichts von der Zeit mit. Das wäre akkurat. Du fängst das Spiel an und plötzlich ist nächster Tag angekommen, bitte was? Wo bin ich? What has happened to me? So. Einmal alles reinladen. Wobei, den Geode kann ich gleich mitnehmen. Ja. Let's leave.